Liebe deutsche Freunde, chers amis français, dieser heutige Tag, Tag der deutsch-französischen Freundschaft, ist der Geburtstag des Élysée-Vertrags, unterzeichnet von Präsident de Gaulle und Bundeskanzler Adenauer am 22. Januar 1963. Er ist zum Symbol der Versöhnung der französischen und deutschen Völker geworden. Près de 60 ans plus tard, cette amitié a été aussi fructueuse que ses pères et mères fondateurs l'avaient souhaité, débordant de coopération, d'échange et d'amitié, sur le plan politique, économique, culturel et surtout dans les liens interpersonnels. Diese großartige Freundschaft, die seitdem entstanden ist und insbesondere der stetige enge Dialog unserer Hauptstädte, hat aus dem deutsch-französischen Tandem einen wahren und dauerhaften Motor des europäischen Aufbauprozesses gemacht. Dieses großartige Werk des Friedens und der Zusammenarbeit wurde erneut mit der feierlichen Unterzeichnung des Aachener Vertrags am 22. Januar 2019 gewürdigt und bekräftigt. Dans une volonté de construire une Europe plus unie, plus forte, nous, le Consulat général d'Allemagne et le Consulat général de France à San Francisco, travaillerons en étroite collaboration tout au long de l'année 2022 dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne et de la présidence allemande du G7, qui ont toutes deux débuté en janvier. Wir planen dabei, in diesem Jahr eine Reihe gemeinsamer Veranstaltungen, etwa zu internationalen und europäischen Feier- und Gedenktagen, auch als Zeichen der engen Verbundenheit zwischen den Menschen unserer beiden Völker. Nous vous appelons par ailleurs, vous, les citoyens français et allemands, et plus particulièrement les jeunes, à faire vivre cette amitié en vous ouvrant aux échanges franco-allemands et à apprécier la culture, la langue, le pays du partenaire et en l'appréciant pleinement. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft. Vive l'amitié franco-allemande.